Im heutigen Video die neueste Display-Generation von CanCheck mit Hendrik von CanCheck und unserem Jahres. So, ich habe euch ja mal in einem unserer vergangenen YouTube-Videos erzählt, dass wir demnächst ein neues CanCheck-Display mit einer neuen Display-Generation vorstellen wollen. Und siehe da, Hendrik von CanCheck ist persönlich gekommen, hat uns das neue Display mitgebracht. Erstmal eine ganz wichtige Frage, die sehr häufig von euch kommt. Und zwar, wie ist denn das, wenn ich das jetzt in die Lüftungsdüse einsetze, kommt da weiterhin von hinten noch die ganze Zeit im Winterbetrieb heiße Luft an? Wird das eventuell das Display beschädigen oder die Platine? Da hat CanCheck sich eine Lösung ausgedacht. Hier am Jahres haben wir die Luftführung, die hinten durch den Schacht kommt, haben wir durch das Band luftdicht abgeschlossen. Und wir haben extra Luftführung reingemacht, die dann die Luft durchführen, und so, dass wir vorne immer noch die warme Luft haben und keine heiße Luft hinten auf das Display kommt. Das versuchen wir bei allen Displays so umzusetzen. Und der große Vorteil bei unseren Displays ist wirklich, dass die Luftdüse immer noch benutzbar ist. Also das Sommer ist wie Winter. Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Das ist nämlich die zweithäufigste Frage. Funktioniert weiterhin im Winterbetrieb, gerade hier zum Beispiel auf der Fahrerseite, wenn es hier doch ein bisschen beschlagen ist oder so im Regen- oder Winterbetrieb, funktioniert die weiterhin? Ja, sie funktioniert weiterhin. Das ist ein großer Unterschied und vor allen Dingen auch ein großer Vorteil. Okay, zu dem Einbau. Ich mach's mal kurz. Es wird eine Einbauanleitung dann dazu geben. Natürlich bei uns dann verlinkt im Artikel, wie auch auf CanCheck. Es gibt mittlerweile eine sehr, sehr gute FAQ-Help-Seite bei CanCheck, wo ihr euch viele Informationen holen könnt und die kontinuierlich immer erweitert wird. Im Prinzip OBD-Kabel ist ja dabei. Das wird hier einfach angeschlossen. Dann müsst ihr noch an den Steckplatz ran mit dem Sicherungsadapter. Und das war's eigentlich, ne? Dann die Sicherung noch reindrücken. Genau, extra Sicherung ist dabei. Genau. Reindrücken. Und dann schließe ich einfach an und die Software ist ab Werk schon drauf, richtig? Genau, die fahrzeugspezifischen Displays, also jetzt gerade für den Jahres, ist alles fertig eingerichtet. Also wirklich nur anstecken und läuft. Okay, also ich kaufe das, anstecken, zack, und habe sofort meine möglichen Werte, die das OBD-Steuergerät ausgibt. Da kann ich mir wirklich die Seiten wirklich individuell anpassen, welche Sensoren ich darstellen möchte. Die Darstellungsart kann ich mir anlegen. Warnwerte. Die Warnwerte Min-Max kann ich mir einrichten. Und ich habe 10 Seiten, die ich mir wirklich individuell gestalten kann. Und bei der neuen Display-Generation haben wir da auch noch mal einen Zahn zugelegt. Okay. Sehen wir aber gleich noch. Wir reden immer noch von MFD 2832. Genau. Ne, das ist wichtig. Nicht MFD 15. Die können bis 64 Sensoren maximal anzeigen. Genau. Nicht auf einer Seite, sondern insgesamt kann man sie einspeisen lassen und dann auf die 10 Seiten verteilen, genau, sozusagen. Ja. Okay. Zack. Das war's schon. Total easy. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal nur die Zündung an. So. Oh, guck mal, haben wir schon gleich ein schönes Startlogo mit dem GR4. Gut, dann ist jetzt meine allererste Frage, was ist denn jetzt da anders am neuen Display? Also die Grafik haben wir auf alle Fälle nochmal verbessert. Man kann jetzt wesentlich besser die Widgets auch übereinander legen, sodass man da quasi einen besseren Effekt hinbekommt. Und wir haben ein bisschen besseres Anti-Aliasing, also die Kantenglättung. Also die Glättung sozusagen. Die Kantenglättung. Die Kantenglättung. Die Kantenglättung, genau. Ah, die Kantenglättung. Kantenglättung, genau. Kantenglättung. Anti-Aliasing. Okay. Nicht Kantenglättung, okay. Die Kantenglättung, die ist besser geworden, sodass wir eine wesentlich bessere Darstellung haben. Okay. Und wir unterstützen jetzt auch eine Gestensteuerung. Das heißt, wenn man hier swiped zum nächsten Bildschirm, dann springt er gleich ins nächste. Dann springt er zum nächsten Bildschirm um. Hier haben wir jetzt eine Drehzahl, wir haben eine Ganganzeige drin. Der Jahres hat ja original keinen Ganganzeige drin und wir berechnen den Gang aus Geschwindigkeit und Drehzahl. Genau. Also für jeden Gang wird es dann hinterlegt. Ich glaube, wir können auch ganz gerne mal kurz den Demo-Modus zeigen. Ja, gerne. Das wäre doch mal ganz spannend. Genau. Es gibt nämlich jetzt neu, auch bei dieser neuen Display-Generation, einen Demo-Modus. Hendrik, zeig das mal. Ah, guck mal. Ja. Das ist jetzt eine Art Demo-Modus. Und dann sehe ich, jetzt wäre jetzt Shift-Light zum Beispiel. Das ist der Schaltblitz. So, dass man halt sich auch so Warnungen anzeigen kann. Ah, also der Maxwert bleibt auch kurz stehen, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Das ist so ein Schleppzeiger. Die Schleppzeit ist auch einstellbar. Okay. Und gleichzeitig der Schaltblitz, der jetzt gerade jetzt kommt. Ja. Bei anderen Widgets habe ich, glaube ich, gesehen, ist das wie auch der Warnfunktion. Genau, richtig. Wir können nochmal zurückgehen. Ja. Eine Seite auf der ersten Seite. Und dann sehen wir hier, zum Beispiel, wenn der Ladedruck überschritten wird,
Ja. Ich glaube, das ist jetzt einfach nicht richtig eingestellt. Ja. Dann blinkt das auch rot. Das heißt, es fällt auch sofort ins Auge. Und es ist halt alles wirklich einstellbar. Ab wann der flashen soll, welche Farbe der flashen soll. Ich kann auch eigene Hintergründe praktisch kreieren. Ja. Welches Bildformat müsste das denn dann haben? Also hier haben wir auch nachgebessert. Unser DSS wandelt das ins passende Bildformat um. Das heißt, ich kann hier PNGs, ich kann hier GIFs, ich kann hier JPEGs direkt über das DSS ins Display hineinladen. Das DSS wandelt das um, spielt das auf die interne SD-Karte und dann ist es hier verfügbar. Und ich habe noch ein extra unter, wo die ganzen Bilder abgespeichert sind. Und wir nennen das jetzt inzwischen Widget Pack. Ein Widget Pack ist jetzt deutsche Sprache, das andere Widget Pack ist englische Sprache. Ah. Wir haben imperial Werte, wir haben metrische Werte. All okay. das, das für den Kunden einfacher wird, das mit in das Display reinzustatten. Wir können zum Beispiel, wenn die Öltemperatur unter einem gewissen Wert ist, bei 60 Grad oder so, können wir es quasi noch blau darstellen, dass man sagt, Achtung, dein Motor ist noch kalt. Ah. Und über einem gewissen Wert blinkt es dann rot, wie wir ja auch schon sehen, wo ich dann sage, okay, jetzt müsste ich ein bisschen langsamer machen. Und all das ist jetzt wesentlich granularer einstellbar. Jetzt meine persönliche wichtige Frage. Kann ich hier analoge Sensoren zusätzlich anschließen? Also wie bei unseren aktuellen Displays oder wie bei der vorherigen Generation ist es so, dass wir weiterhin vier analoge Eingänge haben, wo ich dann Sensoren einspeisen kann, wie Drucksensoren, wie Temperatursensoren, ein Lambda-Controller, Typ-K-Elemente mit eurem Wandler, Ladedruck zum Beispiel den Druck vor Ladeluftkühler, nach Ladeluftkühler. Ja. Solche Sachen. Und all das kann ich dann auch parallel immer noch weiterhin auf die SD-Karte locken. So, das heißt, wenn ich beim Trackday bin, kann ich mir nach dem Trackday die Daten runterladen von der SD-Karte und kann sie am Laptop direkt auswerten. Okay, ich habe jetzt schon vier analoge Sensoren, die ich anschließen möchte. Ich möchte jetzt noch mehr anschließen. Ja. Was mache ich denn da? Also auch für sowas haben wir Lösungen. Wir haben unser MCE08, wo man sechs weitere Sensoren in den CAN-Bus einbringen kann. Oder unser neues MCE18, wo ich 9 analoge Sensoren und 9 digitale Sensoren mit einspeisen kann. Und wo ich dann wirklich zum Beispiel hier 3-mal Abgastemperatur, bei 6 Zylindern 6-mal Abgastemperatur. Ja. Neue Display-Generation heißt auch immer noch mehr Innovation. Wir haben jetzt hier den DDC-Bereich. Hier kann ich direkt vom Steuergerät die Fehler auslesen und löschen. Das jetzt hier bei dem steht jetzt überall ECU, weil wir greifen halt nur aufs Motorsteuergerät zu. Mhm. Bei anderen Displays, jetzt zum Beispiel beim Golf 7, Audi A6, wird es jetzt kommen, dass ich Motorsteuergerät, Getriebe. Ich glaube Haldex und ABS auslesen kann. Okay. Und mir da wirklich die Fehler auch im Klartext anzeigen kann. Und so ist es auch beim Yaris, das ist ja rein OBD2-Protokoll. Mhm. Und über das OBD2-Protokoll kann ich mir hier auch die Fehler auslesen und löschen. Das heißt, wenn ich das jetzt für mich interpretiere, dann sind das hauptsächlich die wichtigen Antriebswerte. Ja. Also Getriebe, Motorsteuergerät, Haldex und so weiter und ABS. Ich kann mir jetzt nicht einen Fehler in meinem Klimazentralgerät oder so anzeigen lassen oder im Radio, sondern es geht immer nur alles, was um den Motor und Antriebstechnik. Genau, war jetzt halt in der ersten Integration. Wir wollten halt am Anfang so viel wie möglich anbieten, was Sinn macht. Ist allerdings nicht in Stein gemeißelt. Wenn jetzt das Feedback von den Kunden kommt und sagt, ich habe jetzt so oft die Airbag-Fehler, dann lässt sich das natürlich auch mit integrieren. Okay. Wir haben noch ein Easter Egg, das hat sozusagen Kacek mit eingespielt. Zeige ich euch gleich vorher. Ihr seht hier Performance Meter. Was ist ein Performance Meter? Was macht also das? Performance Meter gibt's, kennen die meisten auch schon von temporären Marktbegleitern. Ja. Und zwar also kann man zum Beispiel Race Logic. Race Logic mit der Draghi etc. Ja. Misst ihr die Geschwindigkeit und kannst du deine Zeit messen. Also die typischen sind 0, 100, 100, 200. Das Display bekommt die Daten vom ABS. Mhm. Das heißt, es ist sehr also genau. Geschwindigkeitsberechnung. Genau, richtig. Das heißt, wenn die Rad-Reifen-Kombination immer noch passt, dann passt auch die Geschwindigkeit. Und wir zeigen hier dann, wenn man so einen Run hat, zeigt man dann direkt die 0, 100, 0, 200 und 100, 200, je nachdem, wie weit man jetzt fährt, wie weit man durchzieht. Und er speichert auch die Bestwerte jeweils ab. Als Log? Als Log-File oder wie? Man kann natürlich auch den Log ziehen, aber die Bestzeit wird im Widget abgespeichert und bleibt da auch hinterlegt. Oh super, das ist sehr praktisch. Das heißt, auch wenn du anmachst, wieder ausmachst, wieder anmachst, dann bleibt auch die Bestzeit da gespeichert. Und wenn du das Performance Meter nutzt, hier eine kleine Option. Jetzt zu gucken. Aktivieren. Ja, Tuzun Junior, einige kennen es vielleicht noch, Fast and the Furious. Okay. Und wenn sie dann durchbeschleunigen. Achso, du hast noch gar nicht. Ja. Okay, man kennt es aus dem ersten Teil. Das ist praktisch jetzt auf die nicht Drosselklappenstellung, sondern auf die Pedalstellung gelegt. Pedalposition, ich könnte es mir aber auch auf die Drosselklappenstellung legen, wenn das Fahrzeug dann läuft. Genau, richtig, So,
Ich denke mal, noch eine ganz, ganz wichtige Frage ist, und zwar, ich habe jetzt schon ein Kanchek-Display. Ich möchte jetzt aber auch gerne diesen Lock haben, möchte aber nicht ein neues Display kaufen. Ja, in der aktuellen Generation, schon mit den beiden größeren Steckern hinten, dem 8-fach und dem 10-fach, da werden wir auf alle Fälle anbieten, dass die Leute das zu euch schicken oder einschicken und wir bauen das dann mit einem kleinen Upgrade-Preis, bauen wir das um. Okay, das ist super. Ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann, ach halt, stopp, eine Sache noch, ich habe euch ja versprochen, ich erkläre euch und zeige euch noch, wie man hier Sensoren anschließt. Das machen wir in einem separaten Video, weil das ist sehr umfangreich. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Da gehen wir auf die Reifentemperatursensoren ein, auf die Abgastemperatur und vielleicht auch schon auf die Differentialöltemperatur. Das werde ich euch dann in einem separaten Video zeigen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare oder kontaktiert halt uns per E-Mail an den Technik-Support. Ihr könnt sicherlich auch Kancheck, wenn ihr irgendwelche Spezialfragen habt oder so, könnt ihr auch gern Kancheck direkt kontaktieren oder guckt auf der Webseite nach im Help-Bereich. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao und auf Wiedersehen. Ciao.